Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Evil Within 2. Okay, hier geht's nicht weiter. Warte mal, wie komme ich denn dorthin? Ach so, hier. Oh nein. Alter. Nein, nicht wieder die. Stirb bitte. Alter, wie viel hält der denn aus? Boah, der lebt noch. Und ich weiß gar nicht, ist das ein Er oder eine Sie? Aber ich glaube eher ein Er. Alter, noch einer. Munition. Schnell weg. Ah, Waffenteile. Ah, warte, den Bolzen. Schockbolzen, sehr gut. Oh nein. Oh nein, wir haben gar nichts zum Heilen. Oh Gott. Das sind sogar drei. Tot? Nein, natürlich nicht. Alter. Nein, keine Munition mehr. Oh, das ist sehr schlecht. Komm, Schockbolzen. Oh mein Gott, das war knapp. Renn. Keine Ausdauer mehr. Oh, sehr gut. Komm. Die sind, glaube ich, gleich tot. Okay, sind beide tot. Nein! Alter, das eine Teil lebt noch. Scheiße, weg hier. Okay. Jetzt kann ich drauf schießen. Tot? Nee, immer noch nicht. Jetzt aber. Es war eigentlich gar nicht so schwer. Okay, Waffenteile. Aber wir haben halt leider sehr viel Gesundheit verloren. War hier nicht doch irgendwo Gel oder so? Ich schaue nochmal überall hin, ob wir irgendwas zu übersehen haben. Aber sieht nicht so aus. Ja, ich glaube, wir haben alles mitgenommen. Gut, dann können wir eigentlich auch weitergehen. Aber eine Spritze wäre halt nicht schlecht. Ah, wir haben auch das Sturmgewehr. Das habe ich auch vergessen. Hätte ich jetzt eigentlich einsetzen können. Das können Sie sich abschminken, mein Freund. Ah, ein Spiegel, sehr gut. Vielleicht können wir ein bisschen Schrotmunition herstellen. Okay, es geht sogar. Okay, einen Schuss. Und keine Spritze oder ein Erste-Hilfe-Koffer. So, dann noch ein Harpunenbolzen. Okay, 5 reichen, glaube ich. Dann gehen wir doch mal hier hin. 400. Ja, aber das nehme ich mal, weil mehr Schaden für die Pistole wäre eh nicht schlecht. Wie viel Gel haben wir? 11.000. Okay, ich würde aber eigentlich sagen, wir sparen noch mal kurz auf 12.000, weil dann können wir auch mehr Gesundheit nehmen. Warte mal, wir gehen jetzt erstmal hier hin.
Okay, hier haben wir ein paar neue Sachen. Hey, Kidman. Was kann ich für dich tun, Sebastian? Die Sache mit Beacon hat mich für immer verändert. Dann hoffen wir, dass es nach deinem zweiten Mal im Sim besser läuft. Ich bin mir nicht sicher. Letztes Mal konnte ich mir noch einreden, dass alles ein Albtraum war. Diesmal geht das nicht. Ich habe gewusst, worauf ich mich einlasse. Immerhin wird diesmal keiner versuchen, dir einzureden, dass du verrückt bist, wenn du rauskommst. Du meinst, falls ich rauskomme? Davon gehen wir mal aus. Selbst wenn. Vom Stem bleibt immer etwas in dir zurück. Es gräbt sich in deinen Verstand. Du bist diesmal besser vorbereitet. Verliere nie das Ziel aus den Augen. Ja. Okay, du hast recht. Danke, Kidman. Noch wach, Kidman? Kein Frieden für die Ruchlosen. Was gibt's? Wenn ich an das Feuer denke, alles, was ich danach geglaubt habe, war eine Lüge. Lily war nicht tot und Myra nicht verrückt. Es muss ein Schock für dich sein, Sebastian. Aber sieh das hier als Gelegenheit. Wer seine Liebsten verliert, bekommt sonst keine zweite Chance. Die wäre auch nicht nötig, wenn Mobius sich aus meinem Leben rausgehalten hätte. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Aber du kannst nochmal neu anfangen. Das solltest du nutzen. Das werde ich. Wenn ich sie retten kann und lebend hier rauskomme. Geh schon ran, Kidman. Ich bin hier. Myra hatte die ganze Zeit recht. Ich hätte ihr glauben sollen. Aber ihre Theorien waren so unglaublich. Unglaublich. Aber alle wahr. Ja, und verrückter, als ich es mir je vorgestellt hätte. Die Wahrheit soll einen doch frei machen. Warum fühle ich mich dann so gefangen? Selig sind die Unwissenden. Sobald man weiß, was im Hintergrund passiert, gibt es kein Zurück mehr. So war es mit Myra. Sie war ein guter Detective. Sogar besser als ich. Sie suchte nach der Wahrheit und wurde von ihr gefangen. Du hast die Chance, dich zu befreien. Euch alle zu befreien. Kidman, ich bin's. Was hast du für mich, Sebastian? Mobius. Ein Name. Das war alles. Aber jeder Weg, dem ich gefolgt bin, führte in eine Sackgasse. Und jetzt erfahre ich, dass sie überall sind. Unerkannt vor aller Augen. Ich verstehe nicht, wie. Ich sagte doch. Du wirst Mobius nicht finden, wenn sie es nicht wollen. Es gibt sie schon eine ganze Weile. Sie wissen, was sie tun. Wir wussten, dass du gesucht hast. Wir haben dich beobachtet. Und wir haben dich immer aufgehalten, wenn du zu nah dran warst. Warum? Warum tun sie das? Menschen wollen geführt werden. Aber sie wählen, wer sie führt. Und Mobius will die Menschen nicht führen. Sie wollen sie einsperren. Ganz bewusst. Wenn sie schon alle Medien und Politiker in der Hand haben, sollten sie bekannt sein. Doch sie bleiben im Schatten, weil sie wissen, dass ihr Handeln kriminell ist. Wenn die Menschen die Wahrheit kennen, werden sie Mobius vernichten. Vielleicht ja. Aber wenn Leute die Wahrheit herausfinden, wer würde ihnen glauben? Ja. Eine Verschwörung lässt sich am einfachsten verbergen, wenn die Leute glauben, dass es sie nicht gibt. Kidman, bitte komm. Ich bin hier, Sebastian. Was ist? Hattest du schon mal das Gefühl, nicht zu wissen, was noch real ist? Öfter als du denkst. Aber sicher nicht so oft wie du. Als ich das erste Mal im Stam war, wusste ich nichts davon. Und danach war ich mir nie ganz sicher, ob ich wirklich draußen war. Und als ich erklären wollte, was dort passiert war. Erklärten dich die Leute für verrückt. Natürlich. Wenn mir jemand so eine Geschichte erzählt, würde ich ihn einweisen lassen. Ja. Selbst ich als Mobius-Agentin brauchte Zeit, um alles zu verarbeiten. Es war wie in einem andauernden Déjà-vu. Manchmal bin ich noch immer etwas verwirrt. Und darum bist du diesmal draußen geblieben? Ich will nicht wieder in den Stam, wenn es nicht unbedingt sein muss. Du kannst dich glücklich schätzen. Union ist wie ein Déjà-vu in einem Traum über ein Déjà-vu. Ich hoffe, ich komme hier raus, ohne verrückt zu werden. Und ich hoffe einfach nur, dass du rauskommst. Punkt. Ich glaube, wer einmal drin war, kommt nicht ohne Schäden wieder raus. Der Stam zeichnet dich auf eine Art, die noch keiner versteht. Kidman. Ja, Sebastian. Woran denkst du gerade? An Lily. Alles, was hier drin passiert, hat mit ihr zu tun. Jeder hier will sie haben. Als wäre sie ein Objekt, das man besitzen kann. Sie ist das wahre Opfer. Die Arme weiß überhaupt nicht, was ein normales Leben ist.
In all den Jahren bei Mobius hat sie bestimmt ihre Unschuld verloren. Sie ist immer noch ein kleines Mädchen. Ich hoffe es. Ihr wurde die Kindheit gestohlen. Sie konnte nicht in die Schule gehen. Keine Freunde haben. All die verpassten Geburtstage und Festtage. Es bricht mir das Herz, was sie durchgemacht hat. Lily war schon so reif, so klug und aufmerksam. Diese Art, wie sie einen ansah. Man wusste, dass sie einen verstand. Nicht nur, was man sagte, sondern auch, was man fühlte. Sie war für mich immer etwas Besonderes. Aber ich dachte, das wäre nur, weil sie meine Tochter war. Lily ist besonders. Sie wurde entdeckt, weil ihre Testergebnisse außergewöhnlich waren. Ich spreche über sie noch immer in der Vergangenheit. Es kommt mir noch immer irreal vor, dass sie lebt. Und hier drin ist. Das ist sie. Und wenn du sie gerettet hast, könnt ihr eure Beziehung neu anfangen. Ich will dir helfen. Sag mir einfach, was ich für dich tun kann. Okay. Das war's jetzt. Alter. Danke, Kätzchen. Hier ist ja mega viel Gel. Alter, wie geil. Wir haben jetzt 15.000 Gel. Da können wir uns gleich mal das Upgrade... Also, ist es das Upgrade? Ich glaube schon. Also, für mehr Gesundheit können wir uns das gleich holen, das Upgrade. Keine Sorge, Detective. Tut kein bisschen weh. So, Gesundheit und das Upgrade holen wir uns gleich. Sehr gut. Dann speichere ich nochmal. Alter, jetzt haben wir richtig viel Gesundheit. So, und jetzt können wir weitergehen. Warte mal, müssen wir hier rein? Ja, okay. Ja, wir können eigentlich schon weitergehen. Hier liegt nichts mehr. Kann man da runter? Ah, das ist eigentlich der Leiter, also sollte man da nicht runterklettern können. Ah, es geht sogar. Ah, da hinten ist, glaube ich, was. Zuerst aber gehen wir hier hin. Eine Spritze, sehr gut. Warte mal, warum ist jetzt eigentlich meine Gesundheit voll?
Habe ich mich vorhin geheilt? Aber ich glaube irgendwie nicht. Ich glaube irgendwie nicht. Oder warte mal, ich glaube, das ist vielleicht wegen dem Upgrade. Deshalb ist wahrscheinlich die Gesundheit wieder voll. Wenn Sie die Verzweiflung kosten möchten, können Sie das gerne tun. Du hast mir das angetan. Du hast mich nicht gerettet. Alles okay, Süße. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich hab dich so lieb, Lily. So war es und so wird es immer sein. Und diesmal rette ich dich. Versprochen. Sie haben einiges von ihrer Schuld und ihrem Schmerz überwunden. Aber die Traumata ihrer Vergangenheit reichen tief. Ich weiß alles über sie. Weiß, was unter der Oberfläche liegt. Sie schöpfen aus einem tiefen Brunnen der Angst. Sie haben viele Schrecken erlebt. Und sie werden von ihnen verfolgt. Erinnern Sie sich, wo es begann. Erinnern Sie sich an Beacon. Ja. Sie erinnern sich daran. Oh mein Gott. Alter, renn, nein. Okay, da war ich jetzt zu langsam. Okay, jetzt renn. Komm, mach die Tür auf und lauf weiter. Was? Ich hab diese Scheiße satt. Würde mich das aufhalten. Oh, wie geil. Komm schon, zerschneide ihn. Ach du Scheiße!
Alter, nein. Oh mein Gott, das ist eine Sackgasse. Das sind Bolzen. Scheiße, nein. Ich muss hier weg. Habe ich eine Spritze? Okay, ich habe zum Glück eine. Ah, okay, der ist da. So, jetzt hol das Maschinengewehr raus, also das Sturmgewehr. Oh mein Gott, natürlich, er kommt von rechts. Alter. Munition. Ist er tot? Alter, das Sturmgewehr ist schon ziemlich krass. Oh mein Gott, noch einer. Ich habe nur noch 8 Kugeln. Oh, was? Noch einer. Natürlich 2 von denen. Scheiße. Jetzt brauche ich eine Spritze. Nein, lass mich doch weg. So, nimm die Spritze. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Warte, hier ist was. Noch eine Spritze. Die benutze ich gleich. Oh, einer ist hinter mir. Warte, ich hole die Armbrust raus. Ich brauche den Explosivbolzen. Hat ihn das überhaupt getroffen? Alter, weg hier. Nein. Oh mein Gott. Kältebolzen. Mist drauffetzen. Alter, ich hab ja nichts mehr. Oh Gott. Nein. Hier ist Munition. Erste-Hilfe-Koffer, sehr gut. Natürlich wieder eine Pistolenmunition. Boah, der eine kommt her. Ich brauche mehr Munition. Was soll ich denn mit 5 Schuss machen? Schrotmunition. Ist schon besser, aber auch leider nur 2 Schüsse. Komm, stirb doch, oh mein Gott. Munition. Komm bitte, ich brauche mehr Munition. Ist hier was? Nee, leider nicht. Aber ich kann mich auch nicht wirklich umschauen, weil ich die ganze Zeit wegrennen muss. Warte, ich habe ja Harpunenbolzen. Wo ist der zweite? Alter, der macht viel Schaden. Zweites da. So, wir haben beide. Alter, nein. Oh Gott. Ich hab sie schon mal verbrannt. Und tu's wieder. Diesen Bolzen. Oh mein Gott. Was ist hier?
Nein! Oh mein Gott, ich habe sie getroffen. Ich habe gerade gedacht, ich habe irgendwie verfehlt. Komm, schnell. Komm, 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 komm. Ja, komm, nein. Oh mein Gott. Ja, sehr gut. Ich brauche aber einen Bolzen. Oh mein Gott. Ich glaube, man muss alle Ventile irgendwie aktivieren und dann muss man sie in die Mitte locken und sie dann verbrennen. Aber wie soll ich das machen? Ich habe nicht mal einen Bolzen. Okay, ich habe einen Rauchbolzen. Ja, es bringt mir aber nichts. Jetzt nur noch die normalen Harpunenbolzen. Ja, es bringt mir aber nicht viel. Weil sie kommt wieder her. Hat natürlich wieder verfehlt. Wo ist sie jetzt? Okay, hinter mir. Alter, nein! Ich brauche Ausdauer. Natürlich beide Schüsse verfehlt. Sie sieht mich halt dauerhaft. Das Ventil ist schon aktiviert. Wie viele sind es denn eigentlich? Ich glaube 2 oder 3. Hier ist noch eins. Aber ich kann es nicht aktivieren, wenn sie dauerhaft hinter mir ist. Sturmgewehr, keine Munition. Auch keine Munition. 2 Schüsse, okay. Oh mein Gott. Komm schnell hier hin. Jetzt schnell. Sie ist hinter mir, oder? Oh mein Gott, nein. Komm nochmal. Ja. Scheiße. Oh mein Gott, weg hier. Jetzt. Ja, sehr gut. Was sind Sie? Was haben Sie sonst noch zu bieten? Sie muss in Sicherheit bleiben. Ich beschütze sie vor jedem, der sie mir wegnehmen will. Du hast es geschafft. Er ist tot. Gehen wir nach Hause. Nein! Die Macht des Kerns ist mein. Lily ist jetzt sicher.
Wo ist sie? Holen wir sie und dann raus hier. Myra? Alter, hier ist alles zusammengebrochen. Okay, Leute, wir werden jetzt erstmal in der nächsten Folge weitermachen. Und ja, dann würde ich sagen, das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.